Part Nummer 81. Damit herzlich willkommen zurück. Ihr seht es ja auch selber hier in diesem Spiel, in diesem Part jetzt Girona und Celta Vigo. Danach haben wir 2 Wochen Pause, wo kein Spiel ist. Die nehmen wir natürlich noch mit in einer zweiten Folge, die wir dann Vorbereitung auf die Dings nennen, wo wir unsere Neuzugänge mal instruieren. Dahoud darf natürlich jetzt auch spielen, um wieder Spielpraxis zu sammeln. Und ja, würde ich sagen, geh mal rein. Mal gucken, ob der halbe Aufwärtstrend mit kleinen Tiefen anhält. Wie gesagt, kleine Gegner waren schon immer unser Tod. Aber vielleicht kriegen wir es heute hin. Milik hat auf jeden Fall Bock. Vorlage wieder von Origi. Also Vorlagen legt er gut. Aber jetzt noch ein paar torgefährlichere Sachen. Bale absolut schlecht heute. Das ist traurig. Aber wir haben ja Bellerin. Piaka kommt für Sanchez. Und Mina kommt nochmal rein. Dafür José Jiménez ins defensive Mittelfeld, um dort schon mal ein bisschen was zu ordnen. Granitxaka mit dem 2:0, Rabiot mit dem 3:0, war gut, dass wir den drin gelassen haben. Milik 4:0, Origi 5:0, Bellerin 6:0 und 6:1 noch kurz vor Schluss. Aber das war doch mal ein Schützenfest. Da haben sich die Wechsel auch alle gelohnt, sehr schön. Barcelona gewinnt 4:2. Atletico gewinnt 4:1, Valencia verliert und Real spielt unentschieden. Wir sind nur noch 3 Punkte hinter Real. Es sieht doch so langsam richtig gut aus. Milik in der 11 des Tages, Piaka, Bellerin und das war es von uns, aber das reicht doch. Es sieht wieder positiver aus, Freunde, es sieht wieder positiver aus. Schalke 04 an Oliver Bierhoff interessiert. Ich sag dazu mal nichts, ne? So, wir müssen hier ein bisschen renovieren. Das sollten wir auch tun. Da gab es nämlich einiges zu renovieren. Geht auch schnell, dauert immer einen Tag. Kommen jetzt dadurch langsam mal vorwärts, aber es muss natürlich alles auf Vordermann gebracht werden. Bei uns soll alles tippitoppi sein, damit auch alles tippitoppi funktioniert. Und wir nicht irgendwelche Vorteile dadurch verlieren oder Nachteile entstehen. Girona ist das jüngste Team der Liga. Gut, go, go. Ich glaube, es gab hier erstens Benzema fit, aber fürs Spiel wird es wohl noch nichts, leider. Es gab hier Banden. Wir konnten ja noch keinen Geschäftsführer einstellen. Dafür hat das Baudingens noch nicht gereicht. Bürogebäude sind wir noch dran. Das wurde noch nicht fertig. Gut. Dann schnell noch ein weiter. Bailey 87, zweitstärkster Spieler, Jiménez, Bellerin, also unfassbar, was die Spieler abreißen, gerade in der Innenverteidigung. Ich sag ja, Dreierkette, die kann sich lohnen. Man muss auch mal Vertrauen haben. Kam also wirklich nur darauf an, einen zweiten Stürmer da reinzubauen. Benzema ist noch außer Form, deswegen lässt man auch noch draußen. Ist das eine Spiel verschoben worden? Das eine Spiel ist verschoben worden. Wir hatten nach Celta Vigo noch ein Spiel. Was ist denn damit passiert? Wir hatten hier an dem Sonntag noch ein Spiel. Wo ist das hin?
Keine Ahnung, wo das hin ist, aber ich bin mir sicher, dass wir noch zwei Spiele hatten. Ich bin doch jetzt nicht blöd. Auslandsverkäufe in Deutschland machen wir gewinnen. Es kommen noch ein paar Deutsche dazu. Also sollte da auch alles passen. Dann machen wir halt nur dieses eine Spiel hier. Wenn du anders nicht willst, dann halt so. Infrastruktur, Renovierung morgen fertig. Das heißt, heute können wir reinstarten ins Spiel. Hoffen wir mal auf 3 Punkte zum Abschluss der Hinrunde ist es nicht, aber sowas ähnliches wie Abschluss der Hinrunde. Der Hut mit dem 1:0, das tut ihm ganz gut. Origi wieder mit einer Vorlage. Muss ich auch mal nachgucken, wie viele Vorlagen der mittlerweile hat. Können ja nicht so wenige sein. Und die Spieler wirken konzentriert. Das ist schon mal positiv. 4,0 von Piaka, da kommt Alexis Sanchez wieder rein, Lengle geht raus, Mina bekommt nochmal Spielpraxis und Bellerin geht raus und Guedes darf auch nochmal spielen. Rabiot 2:0, wieder Vorlage Origi, da bin ich echt mal auf die Vorlagen gespannt. Wie viele Vorlagen wird er haben? Ist nochmal knapp geworden durch Gudetti, aber passt. 4 Tore, 6 Vorlagen. Das ist für einen, der Sturm spielt, gar nicht so schlecht. Barcelona gewinnt 1:0 gegen Villarreal. Athletic Bilbao gewinnt, Real Madrid gewinnt 5:0 und Atletico Madrid verliert. Die waren, glaube ich, hinter uns, ne? Dadurch geht das wieder hier hin und her. Also bis Valencia bleibt es weiter eng. Wir sind 3 Punkte hinter Real Madrid. Vasquez, Lorente, Ilamarenti, Vidal, Iturraspe, Bailey wieder von uns. In der Elf des Tages, also Bailey wirklich einer der Spieler der Saison. Oder beziehungsweise der Saison ohne S. 2 Punkte wieder nach oben. Der Vorstand hat wieder Bock auf uns. Wir haben uns gefangen. Ich habe ja gesagt, ich will mich hier durchbeißen. Bailey, bestbenotetste Spieler aktuell. Einfach unfassbar, was der bei uns abreißt, wie wichtig der geworden ist. Eric Bailey, ey, du Tier. Kann man nicht anders sagen. Einfach nur ein Tier. Medienzentrum ist hier richtig teuer. Nein, Lokomotive Moskau bestimmt nicht. Und unser 10-Sterne-Talent macht Bock, den jetzt schon zu haben, ey. Da können wir uns übernächstes Jahr drauf freuen, auf einen richtig geilen Spieler. Der ist jetzt auf einer 60, gebt dem mal noch 2 Jahre, wie stark der da ist. Boah, wird das geil. Wir haben nur die drittmeisten Punkte geholt, weil unsere Rückrunde so schlecht war. Und es gibt immer noch so viel zu renovieren. Er ist ja unfassbar. Ich komme gar nicht mehr vorwärts mit Bauen. Mein Vertrag läuft am Saisonende aus. Aber ich würde schon ganz gerne erstmal bleiben, ne? Gucken wir mal, was der Vorstand sagt, ob die mit mir verlängern wollen.
Spielergespräche. Geht ordentlich nach oben die Teamchemie, aber immer noch ist dieses Minus mit 150 Punkten, in welchen Sphären wir wären, ne? Das ist unfassbar. So, ich speichere nochmal, weil der kackt ja oft gern mal ab. Sicher ist sicher. Und weiter geht's. Mal gucken, wie es auch gehaltstechnisch dann bei uns aussieht. Sollten wir den Vertrag hier verlängert bekommen. Aktuell sieht es ja ganz gut aus, mit dass wir auf dem zweiten Platz sind. Deswegen habe ich auch angefragt, den zu verlängern. Da kassiert man nämlich noch ein bisschen mehr Geld unter Umständen, als wenn man dann Siebter ist und... Ja, also nach einer Niederlage und nur noch Siebter. Mortimer zurück in der Jugendmannschaft, aber Benzema rückt ja jetzt wieder rein. Das ist noch kein Thema. Dann gehen wir weiter. Keiner von uns dabei, obwohl wir schon echt gar nicht so schlecht gespielt haben. Auf- und Abwertungsrunde, let's go! Bitte nicht abstürzen. Sergio Rico, Punkt stärker geworden. Lenglé müsste eigentlich richtig abgehen, geht aber nicht richtig ab. Xhaka bei 11 Metern verbessert. Xhaka, gute Leistung. Bailey ist abgegangen wie eine Rakete, jawohl. Milik, auch gut. Origi, viele Vorlagen müsste da eigentlich kommen, aber kommt nicht. Gute Hinrunde bei Benzema. Dahu, viel von Mitspielern gelernt, sehr gut. Kann man damit zufrieden sein? Was passiert in der Jugend? Kenne ich nicht. Ist unwichtig. Ja, sehr gut. Unwichtig. Und das war's. Ja, gar nicht so schlecht. Hat uns doch ganz gut getroffen. Vereinsmuseum erwirtschaftet Gewinn. Leroy Sané erkundigt sich nach seinen Einsatzchancen. Ein Tag noch nicht mal hier. What the fuck? Ich liebe dieses Spiel, echt. Das ist so dumm von der Logik. Der hat bei City nicht gespielt, scheinbar, und macht bei uns jetzt dafür Stress. Ist das sein Ernst? Dahu. Bailey, das Monster, das Tier auf einer 90. Alter Schwede, ist der geil, ey. Leckt mich einfach nur fett auf einer 90. Boah, das ist so ein Monster. Junge, Junge, Junge. Wait now. I'm on my way now.
Leroy Sané, mehrere Spiele, Pressekonferenz. Wir haben ja Zeit. Aber ab hier geht es dann gleich im nächsten Part weiter. Denn wir haben hier die 15 Minuten erreicht. Das ist doch genug, würde ich behaupten. Mbappé auf 83, damit kann man arbeiten, würde ich mal sagen. Natürlich auch ein bisschen was wert. Haben ja auch teuer für bezahlt. So. Jetzt haben wir hier einen zu viel, aber einen anderen Ersatztorwart haben wir nicht. Das heißt, wir schmeißen Brian Gill raus. Hier haben wir keinen zu viel. Die dürfen natürlich jetzt noch nicht spielen, leider Gottes. Da dürfen wir, glaube ich, erst am 31. nachnominieren. Bis dahin müssen wir ohne sie auskommen. Und Diego Godin baut immer mehr ab, alter Schwede. Muss halt dem Alter Tribut zollen, ne? Hat aber noch lange Vertrag. Aber nächstes Jahr ist er weg, weil dann kommt Lienhardt zurück, der ja bis dato unfassbar stark war. 76. Das reicht, um dann Godin auf lange Sicht zu ersetzen. Das denke ich schon. So, du lernst auch nochmal den linken Mittelfeldspieler, damit wir dich auch auf der anderen Seite einsetzen können. 75, 74, 72. Sané. Linker Mittelfeldspieler, rechter Mittelfeldspieler. 73, 71, ihr beiden tauscht, weil er die Robustheit ja dazu kriegt. Casemiro braucht die 6 leeren, mehr nicht. Isco muss den Spielmacher reinkriegen. Beziehungsweise hat den schon drin. Und Kylian Mbappé. Könnte auch im Mittelfeld aushelfen, aber soll, wie gesagt, erstmal unser Sturmproblem beheben. Problem ist vielleicht auch zu viel gesagt, aber ihr wisst ja, was gemeint ist. Wa? Ob ich noch jemanden verkaufe, verleihe, muss ich gucken. Damit beende ich jetzt aber erstmal den Part. Das soll bis hierhin reichen. Danke fürs Zuschauen. Ein Part mache ich noch in dieser Aufnahmesession. Also Daumen nach oben, Kommentar schreiben, Abo dalassen, Glocke aktivieren. Auf meiner Homepage hierfolgt.de/blog vorbeischauen, mich dort unterstützen. Oder ansonsten in der Videobeschreibung sich informieren oder mal vorbeischauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao. I'm Balotelli.